Heute die zweite Episode meines Formats FBA Seller Hacks und zwar heute mit einem richtig guten Tipp, den wir, ja, oder an dem ich selbst sehr lange gearbeitet habe, um strategisch so herauszuarbeiten, dass es überhaupt möglich ist. Worum geht's heute? Es geht darum, deine Conversion zu erhöhen, dich gegen deine Konkurrenz richtig gut durchsetzen zu können, selbst wenn du ähnliche Produkte hast wie du, höhere Verkaufspreise durchzusetzen und dich einfach Step für Step immer stärker am Markt zu etablieren, mehr Branding, besser bei den Kunden anzukommen und vieles mehr. Aber in erster Linie geht es um die Conversion. Und zwar haben wir ja das Problem auf Amazon, es gibt immer mehr Händler. Ja, und ist ganz egal, was du machst. Klar, wir können immer besser Produktbilder haben, wir können im Marketing immer was tun. Aber am Ende des Tages ist sehr, sehr, sehr viele Dinge kopierbar. Und oft geht es auch um Strategie, einfach Dinge zu kennen, zu wissen und zu machen, die andere nicht umsetzen können. Und ein Weg, besser Vertrauen beim Kunden aufzubauen, den Kunden besser von deinen Produkten zu überzeugen als denen der Konkurrenz, sind solche Testsiegel hier. Ja, das bedeutet eine Art Siegel zu deinem Produkt, wo deinem Produkt eine Note gegeben wird. Wir alle kennen Stiftung Warentest beispielsweise oder den TÜV. Ja, das sind Siegel, auf die vertrauen wir sehr stark. Es gibt sogar Statistiken dazu, dass Leute, also Kunden im Internet, den meisten Siegeln eigentlich gar nicht vertrauen und dann gleichzeitig aber trotzdem öfter die Produkte mit Siegeln gekauft werden. Und zwar um über 40%. Also sehr, sehr, sehr relevant. Und es gibt ein Unternehmen, das nennt sich testsieger-online.de, wo ich dran beteiligt bin, das ist eine ganz wichtige Sache, aber wo wir für unsere eigenen Produkte, für die Produkte unserer Kunden solche Testsiegel erstellen und Produkte wirklich getestet werden auch. Das bedeutet, es wird auch ein Testbericht angefertigt, ja, es werden Bilder von dem Produkt geschossen, wo der Kunde sozusagen genau erkennen kann, okay, was kann das Produkt, wie funktioniert das Produkt und dann eine Note erstellt, die du zum Beispiel auf dem Hauptbild einsetzen kannst. Das machen wir zumindest sehr erfolgreich. Dadurch erhöhen sich deine Klicks, weil es auf dem Hauptbild sehr viel mehr Attention zieht. Dann in deinen Produktbildern oder im A-Plus-Content sehr gut einsetzbar ist, um da dem Kunden einfach nochmal zu zeigen, hey, das Produkt ist sehr gut. Und das Coole an diesen Testsiegeln ist, dass es aus deiner Sicht und aus Sicht des Kunden neben den Produktbewertungen eine Einschätzung zu deinem Produkt ist, die nicht von dir selbst kommt. Das bedeutet, das Vertrauen da rein ist viel höher. Dass du als Verkäufer deines Produktes sagst, dass es alles tipptopp ist und tolle Qualität hat und sehr gut funktioniert, das ist doch klar. Aber für den Kunden, der weiß, dass du der Verkäufer bist, der glaubt dir nur bis zu einem gewissen Maß. Deswegen sind Bewertungen auch so wichtig. Aber so ein Testsiegel ist auch von einer unabhängigen Partei und gibt deswegen auch nochmal deutlich mehr Vertrauen. Und du kannst dich damit halt auch ganz klar von deiner Konkurrenz absetzen, selbst wenn deine Produkte sehr ähnlich sind, weil so ein Testsiegel sozusagen eine Art, ja, gekaufter USP ist. Ganz kurz hier zu dieser Firma, das ist eigentlich die einzige Firma, die sowas seriös herstellen kann, wo du auch nicht für abgemahnt wirst oder sonstige Sachen, sondern was wirklich ein legites Testsiegel ist. Das Ganze kostet dich pro Tag weniger als ein Klick PPC. Ja, mach das Ganze unbedingt, hol dir sowas. Wir haben da auch einen Gutscheincode, den packe ich dir einmal noch hier für dich aus der LinkedIn-Community mit in die Beschreibung oder Text hier rein. Dann wünsche ich dir damit eine gute Umsatzsteigerung und wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dahin weiterhin viele gute Umsätze und vor allem viel Marge. Ciao.